herzlich willkommen hier im Podcast Hoch vom Sofa und zu einer neuen Ausgabe, in der es ganz speziell um das Thema Abnehmen und Yoga geht. Und ich habe eine wunderbare Kollegin heute bei mir, die liebe Andrea Schodruch, und ich freue mich ganz herzlich, dass du da bist. Hallo liebe Kerstin und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr, sehr gerne. Wir haben uns ja vor kurzem auch live kennengelernt. Das heißt, es ist mir eine besondere Freude, dass wir uns heute jetzt wiedersehen. Ich finde, es geht einfach nichts über ja live sich treffen und ein Gespür füreinander zu bekommen. Und ja, das macht dann doch heute so eine Podcast-Folge noch ein bisschen spannender. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war echt schön. Wir haben uns ja Anfang Mai in Dubai kennengelernt, beziehungsweise live gesehen. Wir kannten uns vorher auch nur vom Schreiben. Und ja, ich freue mich da jetzt auch riesig drauf, dich jetzt einfach hier wiederzusehen und mit dir gemeinsam diese Podcast-Folge zu machen. Super. Ja, wir sind ja in gewisser Weise Kolleginnen und du bist ja auch als Ernährungsberaterin und Personal Trainerin schon seit vielen Jahren unterwegs und hilfst ganz, ganz vielen Leuten, sowohl online als auch offline. Aber magst du dich vielleicht noch mal kurz ein bisschen vorstellen, was du genau machst? Aber sehr gerne. Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, mein Name ist Andrea Schodruch, der Nachname. Wenn man ihn liest, ist er immer ein bisschen kompliziert, weil er mit SZ geschrieben wird, aber mit SCH gesprochen. Also es ist eigentlich ganz einfach, wenn man es weiß. ich komme gebürtig aus dem schönen Sauerland und wohne aber jetzt seit 9 Jahren in München. Ich habe davor dann 3 Jahre mal im Ausland gearbeitet für verschiedene Robinson-Clubs. Und ja, habe aber auch ursprünglich ein duales Studium gemacht als Diplom-Sport- und Gesundheitstrainerin und Fitnesskauffrau und dann jahrelang im Fitnessstudio gearbeitet, Kurse gegeben auf der Trainingsfläche. Im Club, im Ferienclub habe ich dann ja auch Kurse gegeben, Personal Trainings gemacht, aber auch so dieses ganz klassische, die Shows mit auf der Bühne abends gemacht, die Gäste ein bisschen bespaßt. Und ja, bin dann 2010 nach München gegangen und habe mir hier dann so Step by Step meine Selbstständigkeit aufgebaut als Personal Trainerin und das in den letzten Jahren auch sehr stark noch mit in den Online-Bereich verlagert, sodass ich jetzt meine Kunden entweder 1:1 zu Hause betreue oder auch im Online-Bereich mit verschiedenen Programmen, die ich habe oder auch Einzelcoachings. Und das Coaching, was ich mache, geht sehr, sehr ins Ganzheitliche. Das heißt, ich habe mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, nenne ich es jetzt mal. Ich helfe vielbeschäftigten Businessfrauen, einen fitten und entspannten Lifestyle zu leben. Perfekt. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, die uns jetzt zuhören, die von dir profitieren können. Also sehr, sehr gut, dass wir heute sprechen. Ich weiß ja, dass du sehr stark im Thema Abnehmen und Yoga unterwegs bist. Also das sind ja, glaube ich, so deine Steckenpferde, die du auch in deinen Blogartikeln ja und allem, was du so tust, immer wieder ansprichst. Wie bist du denn auf die Themen gekommen, dass das so die sind, die bei dir eine Leidenschaft erfachen? Also das Thema Abnehmen oder generell das Thema Fitness, das begleitet mich schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Ich hatte als Jugendliche eine starke Essstörung, ich hatte Magersucht und bin dann letztendlich über den Fitnesssport da rausgekommen, weil ich darüber dann wirklich gelernt habe, hey, du kannst mit Fitness so viel bewegen, du kannst nicht nur abnehmen, sondern auch zunehmen und du bekommst dadurch wieder ein ganz, ganz neues Körpergefühl und fühlst dich wohl in deinem Körper. Und dadurch kam das dann eigentlich, dass ich gesagt habe, hey, das möchte ich gerne an andere Menschen weitergeben, dass man alles im Leben erreichen kann, wenn man möchte. Man muss einfach nur die Entscheidung treffen, etwas zu verändern. Und das sowohl im Bereich zunehmen als auch im Bereich abnehmen. Und ja, irgendwie hat sich das dann so ein bisschen herauskristallisiert und ich habe dann 2015 und 16 Wettkämpfe gemacht in der Bikini-Klasse, weil das auch von mir irgendwie immer ein Traum gewesen ist. Ich wollte einmal da oben auf dieser Bühne stehen und mir ging es eigentlich gar nicht darum, da was zu gewinnen, sondern einfach nur mitzumachen und dieses Gefühl zu erleben und mir selber auch zu beweisen, du kannst diese Form bekommen, die du da oben auf dieser Bühne hast, und habe mich dadurch natürlich sehr, sehr viel auch mit dem Thema Ernährung, Krafttraining, Abnehmen beschäftigt. Und da kamen dann letztendlich hinterher dann auch immer mehr Anfragen, hey, wie hast du das gemacht, wie hast du das geschafft?
Dazu muss ich aber auch sagen, auch jetzt an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Form, die man da oben auf dieser Bühne hat, die hast du nur an diesem Tag, vielleicht noch 2 Tage danach, aber dann siehst du nicht mehr so aus. Gerade bei Frauen funktioniert das nicht, weil du bist dann komplett entwässert dort oben und ja, also das ist wirklich nur punktgenau auf den Moment. Das kannst du so langfristig nicht erhalten. Das so ein bisschen am Rande. Also das war so ein bisschen der Punkt, wie ich zu dem Thema Abnehmen, Gewichtsreduktion gekommen bin. Und Yoga habe ich auch das erste Mal 2008 ausprobiert im Robinson Club damals, wo ich gearbeitet habe. Ich mache ja, glaube ich, Schleichwerbung. Ich würde dafür nicht bezahlt. Ich war damals auch so, hatte die Einstellung, Yoga ist nur Sitzen und Om singen. Und dann haben wir dort ein Event gehabt und dann hat die Trainerin zu mir gesagt, mach doch mal mit. Und ich so, nee, das ist mir zu langweilig. Oh, jetzt mach doch mal mit. Und dann hat sie mich so ein bisschen überredet. Und dann habe ich mitgemacht und es war dann so eine dynamische Yogastunde, wo ich durchaus manchmal gedacht habe, so, boah, hoffentlich hört die jetzt gleich auf, ich kann nicht mehr. Und habe danach gedacht so, wow, das war so toll, das muss ich auch lernen. Und ja, und so ist dann der Weg ins Yoga gekommen und habe dann über die Jahre festgestellt, es ist einfach eine tolle Kombination, durch Yoga einfach beweglich bleiben, aber auch entspannt zu sein, den Kopf mal zur Ruhe kommen zu lassen und durch das Krafttraining, Fitnesstraining einfach seinen Körper zu formen. Ja, gut. Ja, beim Yoga, da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Stile. Wenn ich jetzt eine Anfängerin bin und noch nie sowas gemacht habe, wie fange ich denn am besten an? Wie finde ich denn den Yoga-Stil, der vielleicht zu mir passt? Also mal angenommen, ich habe jetzt noch nicht so viel Sport gemacht, aber ich denke mir, Yoga könnte vielleicht was sein. Man sieht ja immer so diese Bilder von diesen super beweglichen Leuten, die da ihren Fuß und den Arm da über den Kopf und im Handstand sind, aber das bin ich ja nicht als Anfänger. Was würdest du denn sagen, wie finde ich den Yoga-Stil, der zu mir passt? Ja, das ist richtig. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Yoga-Stile und am Anfang probier dich einfach ein bisschen aus. Also so das klassische Yoga ist wirklich das Hatha-Yoga, wo du sehr lange in den Positionen hältst, wo es auch viel so um die Ausrichtung geht, wo du dich in die Position reinspüren kannst. Das ist für alle, die wirklich sagen, ich brauche da ein bisschen mehr Zeit, ich möchte es nicht ganz so sportlich haben, dann wäre Hatha-Yoga so das Geeignete. Wenn du generell eher so eine Sportskanone bist oder sagst, ich kann sehr, sehr schlecht abschalten, dann ist vielleicht eher das Vinyasa-Yoga etwas für dich, so der dynamische Yoga-Stil, wo du Bewegung und Atmung kombinierst und dadurch trotz allem auch zur Ruhe kommst. Oder wenn du sagst, ich mag mich eigentlich gar nicht so wirklich anstrengen, sondern einfach mehr so dehnen, relaxen. Dann gibt es so das Thema Yin-Yoga. Da hältst du sehr, sehr lange in den einzelnen Positionen und es geht mehr so um das Thema Loslassen. Also beim Yoga ist wichtig, probier dich einfach mal aus, weil jeder Yoga-Lehrer hat mittlerweile so seinen eigenen Stil, sag ich mal. Und du musst auch klarkommen mit dem Lehrer, mit der Lehrerin, mit der Stimme, mit der Art und Weise, wie sie unterrichtet. Und da ist echt jeder anders. Ja, ich denke auch, man muss einfach wie bei allen Sportarten auch einfach mal eine Probestunde machen und dann schauen, was einem liegt. Also das finde ich auch immer am besten. Und ich bin ja persönlich ein großer Fan von Yin-Yoga. Also ich finde das ganz toll, gerade wenn man so im Stress ist und dann einfach so eine Stunde zu besuchen und danach ist man wirklich wie neugeboren. Also so geht es mir oft. Ja, total. Was würdest du denn empfehlen als Stil für Abnehmen? Also jetzt ist ja Juni, das heißt so ein bisschen Sommerfigur, steht ja doch bei vielen Leuten vielleicht noch auf der Wunschliste. Gibt es da irgendeinen Stil, der da besonders gut ist, wenn jemand das ein oder andere Pölsterchen noch loswerden möchte? Ja, also da würde ich definitiv schon eher so den dynamischen, sportlerischen Yoga-Stil empfehlen. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle so einen kleinen Hinweis geben. Von mir gibt es in den nächsten 1-2 Wochen ein neues Programm. Das wird Yoga Fit heißen. Das wird ein 12 Wochen Online-Programm sein, wo ich wirklich so Yoga- und Body-Styling-Elemente kombiniere. Und das richtet sich genau an die Menschen, die sagen, ich möchte mit Yoga gerne ein bisschen Funde abbauen und abtrainieren.
Sehr gut, super. Verlinken wir natürlich dann, wenn da jemand Lust hat, vorbeizuschauen, auf alle Fälle. Super, ja, genau. Aber mit Yin-Yoga zum Beispiel würdest du das Ziel jetzt nicht erreichen. Weil du musst einfach ja, um Pölsterchen loszuwerden, einfach Muskulatur aufbauen und einfach auch den Kreislauf in Schwung bringen. Und das kannst du natürlich nicht, wenn du 5 Minuten in einer entspannten Position verweilst. Richtig, da fehlt dann einfach die Komponente Krafttraining und auch Ausdauertraining. Ich denke, das ist eine schöne Ergänzung. Aber ja. Ich denke, wir haben nur sicherlich immer wieder das Problem, dass gerade Leute, die jetzt anfangen, Sport zu machen, doch die ein oder andere gesundheitliche Einschränkung haben. Das heißt, die können dann gar nicht in so eine dynamische Stunde gehen, weil einfach zu viel am Rücken oder an den Knien nicht so ist, wie es gesundheitlich für so eine Stunde passt. Wie gehst du denn mit solchen Leuten um? Also ich habe das immer wieder, dass die Leute gerne möchten, aber sie sollten eigentlich nicht. Ja. Ja, das ist natürlich immer eine kleine Herausforderung. Also am optimalsten wäre es dann wirklich, wenn du die Leute vor Ort hast, wenn du mit ihnen mal 1:1 arbeiten kannst, mal ein paar Einzelstunden machen kannst und ihnen wirklich auch sagen kannst, es bezieht sich jetzt nicht nur aufs Yoga, sondern auch generell natürlich aufs Training, wenn du ihnen sagen kannst, hey, pass mal auf, bei den und den Bewegungen wäre es besser, wenn du das und das machst, während die anderen das und das machen. Und da solltest du eher darauf achten, dass man denen vorab einfach so ein paar Tipps mit auf den Weg gibt, die sie dann hinterher selber auch umsetzen können. Ja, ich denke, das ist ein guter Tipp, denn Einzelstunden, da kann man gleich korrigieren. Gerade wenn jemand noch keine Erfahrung hat, dann kann man gleich eventuelle Fehler ausbügeln. Also ich finde es auch immer eine gute Variante, bevor jemand dann auch in eine öffentliche Stunde reingeht. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ja. Lass uns mal ein bisschen zum Thema Ernährung schwenken. Da bist du ja auch ein Profi. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Sommerfigur, ich möchte gerne noch ein bisschen abnehmen. Mhm. Was würdest du der Person denn mit auf den Weg geben, so als vielleicht als Kickstart. Ja, also als erstes, was ich immer ganz gerne mit auf den Weg gebe, dass die Person selber sich mal beobachtet, beziehungsweise selber erstmal ein paar Tage aufschreibt, was sie denn isst. Und meistens kommt dann bei den Personen schon so ein kleiner Aha-Moment, dass sie auf einmal merken, hey, wow, ich trinke ja jeden Tag einen Liter Cola. Oder hey, wow, ich hau mir immer zwei Esslöffel oder zwei große Teelöffel Zucker in meinen Kaffee oder ich esse zu viel zwischendurch, dass sie da schon selber merken, was für Kleinigkeiten machen sie, die sie eigentlich ändern sollten. Das so als ersten Punkt. Und dann, was natürlich wirklich immer hilft, also bei den meisten ist wirklich das Thema Low Carb oder einfach mal Kohlenhydrate reduzieren. Ich würde nie komplett auf Kohlenhydrate verzichten, weil der Körper braucht einfach Kohlenhydrate. Aber man kann das mal ganz gut machen als so ein Kickstart, dass man mal sagt, hey, eine Woche lang verzichte ich komplett auf Zucker, auf Alkohol, generell auf alle Kohlenhydrate, außer vielleicht Gemüse und so ein bisschen Obst und schaue, dass ich ausreichend Proteine und gute Fette zu mir nehme und viel, viel trinke. Dass man das einfach mal so eine Woche lang durchzieht. Und ich glaube, da haben viele schon Erfolge mit. Ich denke, gerade bei diesen Kohlenhydraten muss man ja auch immer so ein bisschen schauen, esse ich jetzt sehr viel schlechte Kohlenhydrate oder esse ich gute Kohlenhydrate? Es ist ja nicht jedes Kohlenhydrat gleich Kohlenhydrat. Ja. Also, dass ich da einfach mal das Aufschreiben nehme und schaue, okay, wie viele von diesen schlechten, also Zucker, Alkohol, Sahnetorte, Weißmehl und so weiter, esse ich denn? Oder esse ich eher die guten Kohlenhydrate? Ja. Dass man da so ein bisschen unterscheidet. Genau, ja. Auf jeden Fall. Ja, das heißt, man muss sich einfach ein bisschen mit diesem Thema auch beschäftigen, wenn man sagt, ich möchte einfach etwas verändern. Ja. Hast du irgendwelche Ernährungsfehler bei deinen Kunden und Kundinnen, die immer wieder auftauchen? Also so Klassiker, was die Leute immer wieder falsch machen, das Wort mag ich eigentlich nicht, aber was sie eigentlich verbessern könnten oder wo sie immer wieder starten und aufhören? Ja, also es ist viel wirklich das Thema
Kohlenhydrate, also beziehungsweise falsche Kohlenhydrate in Anführungsstrichen, dass einfach die meisten wirklich sehr, sehr viele Weißmehlprodukte zu sich nehmen, viel, viel Zucker, Süßigkeiten. Das machen halt unheimlich viele. Oder auch gerade bei Frauen ist das Thema so, zu wenig trinken. Dass wirklich manche, ja, vielleicht mal auf 1,5 Liter am Tag kommen. Und ja, trinken sollten wir schon mindestens so zwischen 2,5 und 3 Liter, empfehle ich immer einfach ganz gerne. Wie schaffe ich das, wenn ich jetzt nicht so ein natürlicher Trinker bin? Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks, die du gerne weitergibst? Ja, dass man sich sagt, jede Stunde trinke ich zum Beispiel ein Glas Wasser, ein Glas 0,2 Wasser. Das hilft ganz gut. Oder wenn du jetzt einen Job hast, wo du am Schreibtisch sitzt, dann kannst du dir auch wunderbar an deinen Bildschirm ein Post-it machen und dort dann eine kleine Erinnerung, hey, trinken nicht vergessen. Oder du stellst dir an deinem Handy, das hast du ja sicherlich immer bei dir, einfach jede Stunde eine kleine Erinnerung ein. Und dann weißt du, ah, okay, es ist wieder Zeit, ich muss was trinken. Sehr gut. Ich denke, diese Reminder sind einfach am besten, um sich wieder darauf aufmerksam zu machen, dass es jetzt Zeit ist, was Bestimmtes zu tun. Kann man ja auch mit anderen Dingen machen. Ne? So Reminder, jede Stunde poppt irgendwas am Handy auf, so ich muss jetzt mal aufstehen. Ne? Genau, zum Beispiel. Machen. Ja, genau. Genau, kann man ja alles ein bisschen kombinieren. Eben, das kann man ja auch verbinden. Ne? Du stehst auf, machst mal kurz 10 Kniebeugen und trinkst ein Glas Wasser und dann arbeitest du weiter. Ja, richtig, richtig. Ja. Ich denke, für viele Leute ist ja gerade so dieser Arbeitsalltag, also im Büro oder wo auch immer man arbeitet, eine riesige Challenge. Also, dass man da von Kollegen so ein bisschen sabotiert wird. Ne? Die bringen dann Kuchen mit oder dann gibt es eine Schokoladenkiste in vielen Büros oder dann wird nochmal zum Essen eingeladen und es gibt jetzt nichts, was ich mir selbst aussuchen kann zu essen. Was rätst du denn da gerne, wenn ich jetzt auf meine Ernährung achten möchte? Wie kann ich denn mit Kollegen besser umgehen, die mich so in Anführungsstrichen sabotieren möchten? Ja, da ist natürlich das Mindset eine ganz, ganz starke Sache. Das heißt, du musst dir auf jeden Fall klar darüber sein, was ist dein Ziel, wo möchtest du hin? Und dann sage ich immer ganz gerne, was andere über dich denken, geht dich nichts an. Das heißt, auch wenn andere dann sagen zu dir, oh, und jetzt machst du schon wieder Diät oder warum willst du denn keinen Kuchen essen und jetzt stell dich doch nicht so an und ein Stück geht doch, dass du dann halt wirklich einfach sagst, hey, nein, das ist mein Ziel, ich möchte das erreichen und es ist jetzt so und akzeptiere das. Oder die andere Variante, die Ausgleichsstrategie, sage ich immer ganz gerne dazu. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, der Kuchen sieht so lecker aus und ich muss jetzt unbedingt ein Stück davon essen, dann tu es, bevor du hinterher die ganze Torte verschlingst. Aber dann schau, dass du als Ausgleich entweder dann eine Runde mehr Sport machst oder dann die darauf folgende Mahlzeit ausfallen lässt oder du sagst, dann gibt es halt wirklich nur Gemüse und ein bisschen Protein dazu, dass du somit das zu viel an Kalorien, was du dir reingeschaufelt hast, irgendwie wieder reduzierst. Ja, ja. Und was würdest du sagen, wie viel Sport sollte ich denn machen oder müsste ich denn machen, um überhaupt auf der Waage irgendwas zu sehen? Also hast du dafür, ich sage jetzt mal, vielleicht für Anfänger einen Tipp? Also womit man immer super anfangen kann zu Beginn, ist, dass man einfach sagt, ich schaue mal, dass ich mich jeden Tag eine halbe Stunde lang bewege. Das muss ja noch gar nicht sein, dass du jetzt jeden Tag eine halbe Stunde irgendein krasses Workout machst, sondern dass du wirklich sagst, ich gehe jeden Tag eine halbe Stunde spazieren. Oder du überlegst dir, welcher Sport macht dir denn Spaß oder hat dir früher als Kind Spaß gemacht? Und dann fang erstmal damit an und such dir da etwas, wo du wirklich Spaß dran hast. Und dann, wenn das so langsam in deinen Alltag integriert ist, dann sag, hey, okay, dann fang jetzt mal an und mach vielleicht 3-mal in der Woche eine halbe Stunde Krafttraining. Ich finde, es ist immer wichtiger, erstmal mit Krafttraining zu beginnen, als jetzt zu sagen, ich fange jetzt mit Joggen an. Diesen Denkfehler, nenne ich es jetzt einfach mal, haben ja viele von uns im Hinterkopf, wenn die sagen, ich möchte abnehmen, dass sie dann denken, okay,
ich muss joggen gehen zum Abnehmen. Aber viele sind einfach zu schwer zum Joggen. Das heißt, viel zu viel Belastung auf die Gelenke, die dann einwirkt. Von daher ist da wirklich auch noch ein Tipp, erstmal Krafttraining zu machen, um Muskulatur aufzubauen, um den Grundumsatz zu erhöhen im Körper und dann einfach ja, Step by Step das Ganze steigern. Ich denke auch, es ist ganz wichtig, dass man, wie du gesagt hast, die richtige Sportart für einen selbst findet. Denn das, was vielleicht die Freundin oder die Nachbarin macht, das muss für mich gar nicht passen. Und ja, wenn meine Kollegen alle zum Laufen gehen, dann muss das nicht das Richtige für mich sein, weil vielleicht macht mir Laufen gar keinen Spaß. Und dann mache ich es auch nicht lange. Genau. Ja, super. Vielleicht als letzte Frage für dich. Ich habe immer gerne eine Schlussfrage, ich fange einen Satz an und du darfst den dann für dich persönlich vervollständigen. Okay. Ja. Der Satz beginnt mit: Meine Gesundheit bedeutet für mich, auf regelmäßig Bewegung zu achten, gesunde Ernährung und ausreichend Regeneration. Sehr gut. Das würde ich definitiv so unterstreichen. Und ich hoffe, alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen tun das in Zukunft auch. Sehr gut. Du, ich danke dir ganz herzlich für deine tollen Tipps, liebe Andrea, die du uns heute gegeben hast. Sehr, sehr gerne. Und wenn jetzt jemand mit dir gerne Kontakt aufnehmen möchte oder dich im Internet finden möchte, wo dürfen wir die Leute denn hinschicken? Ihr findet alles über mich auf meiner Webseite. Das ist www.andrea-schodruch.de. Der Nachname, wie gesagt, ist ein bisschen kompliziert, aber da guckt einfach in die Shownotes bei der Kerstin rein, da findet ihr ihn. Oder sonst auf Instagram, fitnessyogi-andrea und auf Facebook auch unter meinem Namen. Sehr gut. Verlinken wir natürlich alles, dass du auch gut gefunden werden kannst. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen restlichen Nachmittag und vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ja, ich danke dir und dir auch noch einen wunderschönen Tag. Ciao.